Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spuktober-Video. Zwar geht es heute nicht um gruselige Bücher, dennoch um gruselige Geschichten, denn ich möchte euch heute 5 Horror-Let's Plays bzw. Horror-Games vorstellen, die mich besonders gepackt haben, besonders gegruselt haben. Und obwohl die alle sehr, sehr unterschiedlich sind in den Spieltechniken und in der Optik, und von der Story selbst her, haben sie alle gemein, dass sie eine sehr, sehr besondere Story, eine sehr, sehr besondere Hintergrundgeschichte haben, die gut ausgearbeitet ist, sodass man sehr, sehr neugierig wird und unbedingt dranbleiben möchte. Ja, neben dem Lesen und neben den Serienschauen habe ich angefangen, Let's Plays zu gucken und ich möchte es nicht mehr missen. Wenn ihr nicht wisst, was Let's Plays sind, im Grunde ist das ein Mitschnitt von Spielern, die ein bestimmtes Game spielen und die sozusagen ihr Bildschirm teilen und das sozusagen auf YouTube hochladen, immer in verschiedenen Minutenlängen. Manchmal sind es 20 Minuten Folgen, manchmal 40, manchmal 30, manchmal eine Stunde, wie auch immer. Das macht jeder Let's Player anders. Und man kann eben als Zuschauer zusehen, wie diese das Spiel durchspielen. Manchmal, besonders bei Horror-Let's Plays, ist es der Fall, dass nochmal eine Facecam eingeblendet wird, ein Ausschnitt mit einer Facecam, wo du den Spieler selbst sehen kannst. Das ist besonders interessant bei Horror-Games, weil du dann seine Reaktionen sehen kannst, wenn er sich erschreckt oder seine Anspannung im Gesicht. Aber oft ist es halt auch einfach nicht der Fall, dass du einfach nur den Ausschnitt des Spiels siehst und das ist ja auch das Wichtigste. Manche würden sagen, was bringt dir das? Willst du das Game nicht lieber selbst spielen? Klar, das ist natürlich eine viel intensivere Erfahrung, wenn du das Spiel auch noch selbst spielst. Aber erstmal habe ich keine neuere Konsole, wo ich die neuesten Spiele drauf spielen könnte, was sich vielleicht irgendwann ändern wird, spätestens wenn das Harry Potter Game rauskommt. Aber ich finde, es hat durchaus seinen Mehrwert, gerade jetzt, wo man die Entwicklung der Spiele mit ansieht, weil es zum einen visuell wirklich viel hergibt. Es wird optisch immer besser. Also da bietet, finde ich, gegenüber auch von Filmen und Serien, Games bieten da ordentlich was und das alleine lohnt sich schon, dabei zuzuschauen. Und gleichzeitig gewinnt die Story hinter dem Spiel immer mehr an Gewichtung und das finde ich klasse. Es wird sich immer mehr ausgedacht, es wird immer tiefgründiger, das Ganze, selbst bei Horror-Games, wie ihr gleich miterleben werdet. Und das finde ich richtig, richtig toll. Und dadurch, dass die Let's Player auch kommentieren, also nicht einfach nur mitschneiden, wie sie da rumlaufen und den Ton des Spiels einblenden, sondern auch ein Mikrofon dabei haben und selbst dann kommentieren, wie sie dieses Spiel spielen. Und dabei hat man irgendwie das Gefühl, mit jemandem das zusammen zu gucken. Ja, und das hat auf jeden Fall auch so seine Reize, besonders wenn du den, natürlich suchst du dir einen Let's Player raus, der dir sympathisch ist. Ich kann auf jeden Fall Gronkh empfehlen, das ist auch der größte und erfolgreichste deutsche Let's Player. Ich finde, er spielt mit sehr, sehr viel Herz, mit sehr, sehr viel Witz dabei und er ist selbst von den Spielen immer so begeistert, ob das von der Optik ist oder von den Emotionen. Er lässt sich da auch sehr, sehr mitreißen, was ich sehr sympathisch finde. Trotzdem ist es nicht zu langweilig, weil er immer so einen Spruch auf Lager hat, auch wenn er manchmal ein bisschen verpeilt ist und du ihn gerne ein bisschen rütteln möchtest, weil er irgendwas übersehen hat. Aber ja, das kann man auf jeden Fall verzeihen. Es gibt aber auch noch andere, viele kleinere YouTuber bzw. Let's Player, die das Ganze auch ganz toll machen. Da muss man sich nur ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rumgucken. Ja, und heute soll es eben um diese Horror-Let's Plays gehen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde, man ist viel interaktiver dabei und als ich das erste Mal ein Horror-Let's Play gesehen habe, habe ich auch gemerkt, das gruselt mich viel mehr als Filme, weil Filme sind nach einem ganz bestimmten Muster gestrickt und sind dadurch auch sehr vorhersehbar. Spiele sind das nicht, denn du kannst natürlich nicht vorhersehen, wie der Spieler sich bewegt. Und dadurch ist das Ganze unvorhersehbarer und durch diese First-Person-Perspektive, die die Spiele oft haben, bist du halt auch mittendrin, mitten im Bildschirm und kannst es nicht so auf andere Figuren projizieren. Das Ganze wird natürlich noch extremer, wenn du das Spiel selbst spielst, aber da muss man abwägen, ob man das überhaupt kann. Also ich habe gemerkt, dass Let's Plays durchaus viel extremer sind.
Wir fangen jetzt endlich an. Lange, lange Vorrede. Aber ich wollte euch auf jeden Fall ein bisschen Leidenschaft, meine Leidenschaft dahinter erklären und was das Ganze überhaupt ist. Wir fangen an mit dem ersten Horror-Let's Play, Horror-Game. Und zwar ist das Franbo. Franbo ist ein Point-and-Click-Adventure und ist wie ein Zeichentrick aufgebaut. Dabei darf man jetzt aber nicht denken, dass es für Kinder ist. Ganz im Gegenteil, das Ganze ist sehr, sehr makaber, blutig und düster. Und ich hätte nie gedacht, dass mich ein Point-and-Click-Adventure so sehr mitreißen kann, wo man eigentlich ja, nur durch Klicken und das Ganze nicht sehr actionreich ja, eigentlich das Spiel spielt. Ich hätte gedacht, das sind hauptsächlich so diese Wimmel-Rätselbilder, die diese Spielmechanik haben, aber hier steckt viel mehr dahinter. Franbo ist ein, ich glaube, 10 Jahre altes Mädchen, die 1944 als Insassin einer Nervenheilanstalt ja, dort feststeckt, und sie hat nämlich ein Traumata erlitten, als sie ihre Eltern beobachtet hat, während sie grausam ermordet worden sind. Und ja, dadurch hat sie Wahnvorstellungen. Sie wird jetzt behandelt von einem Psychiater und natürlich durch verschiedene Medikamente. Diese Medikamente sorgen aber dafür, beziehungsweise bestimmte Medikamente sorgen dafür, dass sie in einer schrecklichen Parallelwelt landet, und andere Medikamente sorgen dafür, dass sie wieder zurück in die Realität kommt. Die Frage ist nur, was ist das größere bzw. kleinere Übel? Denn beides ist wirklich nicht schön. Ihr Sorgerecht hat nun ihre Tante, die ihr aber allerdings auch nicht erklärt, was genau mit ihren Eltern passiert ist. Franbo macht sich natürlich Gedanken, und außerdem hat sie ihren einzigen Freund verloren. Das war ihr Kater Mr. Midnight, der sonst immer ihr Begleiter war, und jetzt in der Neifenheilanstalt hat sie ihn nicht mehr. Deswegen, unter anderem deswegen, flieht sie aus dieser Nervenheilanstalt mit Hilfe anderer Kinder und möchte Mr. Midnight suchen, aber auch herausfinden, was genau mit ihren Eltern passiert ist. Ja, das ist wirklich ein Psychotrip, den man dabei beobachtet. Sie gelangt in verschiedenste, ja, Albtraumwelten, könnte man sagen, und man weiß nicht so richtig, was ist hier eigentlich Einbildung von Franbo, was sind Albträume von ihr, verursacht durch Medikamente, oder ist das alles wahr, und was für eine Wahrheit steckt dahinter. Das Ganze hat natürlich sehr, sehr viel Symbolkraft, und obwohl man jetzt denken kann, durch dieses ganze Blut und diese Brutalität, dieses Makabre, hat das sehr, sehr viel Effektheischerisches und ist vielleicht eher so ein bisschen trashig, aber ich finde, es ist das Gegenteil, ist hier der Fall. Es ist jetzt hier nicht irgendwie ja, South Park Zeichentrick, sondern es hat hier sehr, sehr viel Symbolkraft, wie gesagt, und da stecken sehr, sehr viele ernste Themen dahinter, weswegen ich auch eine Triggerwarnung aussprechen möchte, weil es hier eben auch um ja, Themen wie Tod, Verlust, aber auch Wahnvorstellungen, Realitätsverlust und um Pädophilie, um Kindesmissbrauch und so weiter und so fort geht. Deswegen ja, möchte ich da eine Triggerwarnung aussprechen, dass es nichts für zart Beseitete ist, weil es geht einem doch an die Nieren. Obwohl das eben so effektheischere ist, hat man da sehr viele Emotionen auch mit drin, wenn man merkt, was da für eine Wahrheit hintersteckt. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall sagen. Dennoch finde ich das auch sehr, sehr künstlerisch aufgemacht. Also das ist jetzt durchaus, sind es Sequenzen drin, die durch diese Symbolkraft eben aber auch viel ja, künstlerisch aussieht. Anders kann ich es jetzt einfach nicht ausdrücken. Also es ist nicht, obwohl das Zeichentrick ist, darf man sich es jetzt nicht billig vorstellen. Also das kann ich euch empfehlen. Wird auch von Gronkh gespielt, und also beziehungsweise das, was ich gesehen habe, wird auch von Gronkh gespielt. Ich werde euch alle Trailer der Let's Plays in der Infobox verlinken, dass ihr da vorbeischauen könnt, weil ich darf jetzt in meinem Video aus rechtlichen Gründen nicht einfach, ja, das einblenden, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur das Cover der Spiele, das könnte ich vielleicht mir noch vorstellen. Aber die Trailer kann ich euch auf jeden Fall unten verlinken, dass ihr da selbst vorbeischauen könnt, damit ihr die Optik sehen könnt. Ich werde jetzt so gut wie möglich das erzählen und die Elemente, die mir am wichtigsten sind, hervorheben. Aber natürlich ist es am besten, wenn ihr euch einfach selbst ein Bild davon macht. Und deswegen gibt es auch immer diese Spiele-Trailer. So, wir kommen zum nächsten Game.
ganz anders von der Optik, von der Spieletechnik, aber auch von der Story her. Und ich denke auch, dass dieses Spiel, zu dem wir jetzt kommen, das bekannteste auf meiner Liste ist. Allerdings, viele, die vielleicht mit Let's Plays und Games gar nicht im Hut haben, kennen das vielleicht noch nicht. Und zwar ist es Until Dawn. Until Dawn ist ein Survival-Horror-Spiel, gleichzeitig wird es aber auch als interaktiver Film betitelt. Und ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, ob es jetzt der absolute Vorreiter von dieser Art von Spiel war. Jedenfalls hat es ziemlich viel Hype ausgelöst in dieser Spieler-Community. Und daraufhin sind viele weitere Spieler aus dem Boden geploppt, die halt ähnliche Spielmechaniken haben. Zum einen aber erstmal zur Story. Es geht um eine 10-köpfige Freundesclique, die sich jedes Jahr in den verschneiten Bergen trifft, im Winter in einer Berghütte, um dort ein bisschen abzuhängen, ein bisschen zu feiern. Doch an einem Treffen kommt es leider zu einem Unglück, wo zwei Schwestern ja, verunglücken. Und das bekommen wir auch im Prolog dieses Spiels mit. Allerdings gelten sie danach als vermisst. Man weiß nicht genau, was mit ihnen passiert ist. Man sieht nur irgendwie, dass sie irgendwas Seltsames sehen, Geräusche hören und fliehen und dann über eine Klippe stürzen. Aber was genau mit ihnen passiert ist, das weiß niemand. Dennoch, nach einem Jahr werden die Freunde wieder eingeladen von dem Besitzer des Hauses, also eines Freundes in der Clique. Und ja, möchte dort wieder Zeit mit ihnen verbringen, um auch so ein bisschen den Mädels zu gedenken, aber auch um sich nicht so aus den Augen zu verlieren. Sie fahren da alle hin, allerdings mit Bauchschmerzen und natürlich liegt über dieser ganzen Aktion irgendwie ein großer Schatten und sie fragen sich, muss das wirklich sein? Ja, und wir begleiten diese Figuren halt nun auf diesem Urlaub und schlüpfen als Spieler immer in die verschiedensten Figuren. Und die Figuren haben unterschiedlichste Charaktereigenschaften, was man in der Spielmechanik auch merkt, was ich ziemlich cool finde. Und auch die Beziehungen zueinander sind sehr, sehr flexibel bzw. ändern sich je nachdem, in welche Figur du steckst und welche Entscheidungen du triffst. Apropos Entscheidungen, das ist hier nämlich ein ganz, ganz großer Faktor in diesem Spiel, weswegen es auch so interaktiv ist. Denn du hast immer wieder in Diskussionen oder in bestimmten Situationen, ja, beziehungsweise ja, Handlungen vorgegeben, was du machen oder sagen kannst. Und je nachdem, ja, für was du dich entscheidest, das beeinflusst auch das Spiel. Und es gibt verschiedenste Enden in diesem Spiel. Du kannst alle Personen, alle Figuren, die du hier spielst, am Überleben helfen. Du kannst sie aber auch alle umbringen, auf verschiedenste Art und Weise. Also es kann ganz unterschiedlich ausgehen. Also es wurden hier tausende verschiedene Spielsequenzen aufgenommen, was ich schon ziemlich grandios finde und extrem genial von den Spieleentwicklern gemacht. Das muss man sich erstmal ja ausdenken mit so vielen verschiedenen Abzweigungen. Und es gibt manchmal auch so kleine Quicktime-Events, wo du dann halt bestimmte Tastenkombinationen schnell drücken musst. Das sind so die einzelnen ja, Action-Spiele-Events oder Spieletechniken, wo du ein bisschen mehr gefordert bist. Ansonsten ist es wirklich eher deine Entscheidungen. Und ansonsten sind es halt viele Sequenzen, wo du zuschauen kannst. Das Besondere ist auch hier, dass die Figuren von tatsächlichen Schauspielern gespielt worden sind. Und das sieht man auch. Also deswegen sind die Figuren auch so plastisch und ja, sind auch sehr, sehr gut ausgearbeitet von den Gesichtern und von den Bewegungen her, dass das sehr viel Spaß macht. Ja, und sie merken halt, dass sie auf dieser Berghütte nicht allein sind, dass ihr irgendjemand Böses will. Dann trennen sie sich natürlich. Also dann gibt es ein Pärchen, das ihre Ruhe haben will in so einer kleinen abgelegenen Hütte. Und dann bricht die eine ein. Also es passieren an verschiedenen Fleckchen immer verschiedene Dinge. Und es gibt auch noch eine Hintergrundgeschichte von diesem Ort, von Indianern und von mystischen Wesen. Also es hat durchaus auch noch eine übernatürliche,
Seite des Spiels, die man vielleicht auch wissen sollte, dass es nicht nur um einen Thriller und einen Krimi geht. Ja, das Ganze ist durchaus sehr blutrünstig und manche Entscheidungen sind echt fies, die du treffen musst. Und du hast immer nur eine gewisse Zeit, um dich zu entscheiden und dann ja, muss es weitergehen. Du kannst das Spiel auch immer wieder von vorne anfangen, um verschiedene ja, Experimente zu machen, wie du dich entscheidest und wie das Spiel dadurch ausgeht. Das ist auch schön als Zuschauer, kannst du dann halt verschiedene Videos anklicken, um zu schauen, wie verschiedene Spieler das gemacht haben und wie das Spiel verschieden ausgeht. Ja, also wirklich ganz grandios gemacht. Es gibt zwar von den Spieleentwicklern noch ein zweites, ich glaube Man of Medan. Da habe ich jetzt die ersten Folgen geguckt, aber ich muss sagen, das hat mich jetzt nicht so gepackt wie Until Dawn. Es soll irgendwann noch mal ein zweiter Teil von Until Dawn rauskommen, aber irgendwie habe ich jetzt bisher noch nichts weiter davon gehört. Ich habe jetzt aber auch noch nicht jetzt heute oder gestern noch mal recherchiert. Wir kommen zum nächsten und wiederum ganz unterschiedlichen Game, und zwar ist das Layers of Fear. Layers of Fear ist ein First-Person-Adventure, was ich eben schon erwähnt habe, dass du als Spieler sozusagen die Hauptfigur spielst, aber nicht die Figur siehst, sondern die Kamera sozusagen deinen Blick auffängt. Ja, du spielst in diesem Spiel einen Künstler, einen sehr bekannten und erfolgreichen Maler, der eigentlich ein sehr erfolgreiches und sehr luxuriöses Leben führt in einem Herrenhaus. Er hat eine sehr schöne Frau, die auch künstlerisch begabt ist, beziehungsweise musisch sehr begabt ist. Sie ist eine sehr, ja, begabte Klavierspielerin und sie haben auch eine Tochter. Doch eines Tages kommt es zu einem Brand, wo die Frau verbrannt wird in ihrem Gesicht und dadurch sehr, sehr drunter leidet und unter Depressionen dann auch leidet und auch ihre Beziehung dadurch ziemlich auseinander geht und sie im Grunde in diesem Herrenhaus nur noch mit schriftlichen Zetteln miteinander kommunizieren. Und wir spielen den Künstler jetzt, als er nach dem ganzen Drama in das Herrenhaus zurückkommt. Und ja, wir wissen im Grunde nicht genau, was passiert ist, was jetzt das große Drama ist. Er geht jetzt durch dieses Haus und wir als Spieler müssen herausfinden durch verschiedene Dokumente, die wir finden, halt, was damals passiert ist. Wir erkunden sozusagen das Herrenhaus und durchsuchen das. Dabei merken wir, dass der Künstler immer mehr dem Wahnsinn verfällt und er ein bestimmtes Ziel hat. Er möchte nämlich ein Gemälde malen mit besonderen Utensilien, sagen wir mal, und dadurch etwas zu erreichen. Ich möchte hier nicht zu viel spoilern, deswegen werde ich hier jetzt ganz, ganz vage bleiben. Allerdings ist das auch sehr düster und makaber und ich finde, es hat mich so ein bisschen von der Story her, von dieser künstlerischen Seite auch ein bisschen an das Bildnis des Dorian Gray erinnert. Weil hier ja auch ein Gemälde eine große Rolle spielt und da so ein bisschen das Böse drin steckt und das Diabolische. Ja, das Spiel macht es wirklich aus, dass der Künstler immer mehr dem Wahnsinn verfällt. Zu Anfang ist es ein tolles Herrenhaus, was wir durchstöbern und irgendwann fängt er an, total Wahnvorstellungen zu schieben. Und wenn man sich in die eine Ecke dreht und wieder zurückdreht, verändert sich auf einmal der Raum und die Umgebung. Und damit bekommt das ganze Spiel eine sehr, sehr beklemmende und sehr unvorhersehbare Richtung. Und das ist wirklich auch das Spiel, wo ich mich mit am meisten gefürchtet habe, wo ich wirklich immer nur eine Folge gucken konnte, wo das sozusagen meine tägliche Mutprobe war. Aber ich wollte halt auch nur mal wissen, wie es weitergeht. Es gibt hier zwar auch ein paar Jumpscares, also ein paar überraschende und erschreckende Momente, aber sonst ist die Atmosphäre wirklich sehr, sehr gut und wie gesagt, nachher ist das Ganze ein totales, auch so ein Psychotrip, also sehr psychologisch und auch hier gibt es verschiedene Enden. Es gibt jetzt nicht so viele Entscheidungen wie bei Until Dawn, wo du dich ganz bewusst für irgendwas entscheidest und dagegen, aber es gibt halt im Spiel ja, verschiedene Elemente, wo du dich entweder so verhältst oder so verhältst. Und das merkst du, glaube ich, erst am Ende,
das, wie du dich verhalten müsstest, um andere Enden zu schauen. Ich glaube, es gibt nur drei verschiedene Enden. Also es ist jetzt nicht ganz so komplex wie Until Dawn. Aber es finde ich halt ziemlich cool, dass auch da unterschiedliche Enden möglich sind. Und ja, das macht so ein bisschen das Ende aus, wie das weitergeht mit dem Künstler. Ob er seinen Frieden findet, ob er völlig dem Wahnsinn anheimfällt oder was auch immer passiert. Ja, und es gibt dann verschiedene Kapitel, wo du verschiedene Materialien für dein Gemälde finden musst. Und ja, ich sag's jetzt einfach, das ist zum Beispiel Blut oder Haut oder Haare. Ja, also das kann ich wirklich sehr empfehlen, wer sich wirklich gruseln möchte und trotzdem ein ja sehr dramatisches und sehr tragisches Schicksal erleben möchte und wirklich dieses psychedelische, wenn du dich umdrehst und dann ist da auf einmal etwas, was vorher da nicht stand, ist ein Raum oder ein Gang, was vorher nicht da war, das macht es wirklich sehr, sehr unheimlich. Es gibt hier auch keinen Kampf oder keine Action, wo du fliehen musst oder so, sondern es geht wirklich mehr um das Erkunden und um die Atmosphäre und den seelischen Zustand ja, deines Protagonisten. Kommen wir zum vierten Game, was ich euch vorstellen möchte. Und das ist auch das Neueste auf meiner Liste. Das ist nämlich dieses Jahr, also 2020, erschienen. Und das Spiel hat mich auch unglaublich gecatcht, was die Story angeht. Es hat mich gegruselt, aber auch von der Optik her hat es mich sehr, sehr begeistert. Und zwar ist das Someday You'll Return. Es ist ein psychologischer Horror, mal wieder, wieder aus der First-Person-Perspektive gefilmt und hat ja auf jeden Fall Adventure- und Horror-Elemente. Wir begleiten hier den Vater Daniel, der auf der Suche nach seiner Tochter ist, die mal wieder ausgerissen ist. Das ist wohl schon öfter vorgekommen, aber er hat jetzt vorsorglich ihr Handy geortet und folgt jetzt den GPS-Daten und er landet mitten in einem tschechischen Wald. Und irgendwann kommt er mit dem Auto nicht weiter und er muss zu Fuß gehen und er sucht sie und findet sie aber nicht so schnell, wie er gehofft hat, mit Hilfe der GPS-Daten. Er merkt aber schnell, dass dieser Ort, dieser Wald, irgendwelche Erinnerungen in ihm wachrüttelt und diese sind positiv, aber auch sehr, sehr negativ behaftet. Und es kommen immer wieder mehr Erinnerungen hoch. Und er verfällt auch immer mehr, auch wieder hier, dem Wahnsinn. Und auch hier haben wir wieder Passagen, wo du nicht genau weißt, ist das jetzt, passiert das in seinem Kopf oder passiert das wirklich? Irgendwann kommt er in ein Camp, wo er wohl auch irgendwie mal war, in welcher Rolle, das müsst ihr denn selbst erfahren. Und auch da ist einiges passiert. Es geht viel um Erkunden, um viel zu finden, aber auch um Rätsel zu lösen, so ein bisschen Schnitzeljagden. Aber wir haben auch ja, so Horrorpassagen, wo man sich verstecken muss, wo man schleichen muss. Kämpfen muss man nicht, aber man muss halt sich verstecken und sonst wird man halt schnell, ja, gecatcht von den seltsamen Wesen, die da herumfleuchen und kreuchen. Und wir werden immer wieder mit unserer Vergangenheit konfrontiert, beziehungsweise der Vergangenheit von Daniel und von seinen Verfehlungen, sage ich mal. Daniel ist wirklich ein sehr gereizter und sehr, ja, nicht sehr sympathischer Mann, könnte man sagen. Und seine Sichten auf seine Familie und seine Umgebung ist sehr egozentrisch, könnte man sagen. Und das Ganze hat natürlich auch mit dem Spiel zu tun. Macht das Ganze aber auch irgendwie interessant, dass wir eben nicht einfach irgendeinen sympathischen Kerl spielen, in den man sich gut hineinversetzen kann, sondern einen sehr ambivalenten Kerl, den wir eigentlich ziemlich ätzend finden von Anfang an. Die Spieltechniken sind hier, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Es gibt diese Horrorpassagen, die auch unheimlich sind. Es gibt aber auch Passagen, die jetzt weniger unheimlich sind, wo man eher den Wald erkundet. Und da kann ich schon einen positiven Effekt sagen, den dieses Spiel hat. Dieser tschechische Wald, der hier abgebildet wird, der ist so unglaublich schön. Also es gibt wirklich viel zu sehen. Und man würde da am liebsten mit reinspazieren. Also es ist nicht nur Horror die ganze Zeit. Horror, 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 wie Layers of Fear sehr extrem ist. Hier hat mich eigentlich eher diese
diese tolle Grafik und dieser tolle Naturwald interessiert, dann auch diese verschiedenen Höhlen und verschiedenen Verstecke, die man findet. Also es ist wirklich wie so eine Waldschnitzeljagd. Viel, viel Abenteuer dabei, aber auch extrem viel Hintergrund und sehr, sehr fiese Sachen, die dabei herumkommen und man will wissen, wo ist Stella, was ist mit Stella passiert, was ist mit unserem Protagonisten los, warum hat der so vieles verdrängt, was mit diesem Wald zusammenhängt. Und das Ende ist fast schon, also ich finde, das Spiel hat sehr, wieder sehr viel Symbolik und sehr, sehr viel Philosophisches auch. Also was hier an Theorien aufgeploppt sind und beziehungsweise als ich das geguckt habe, war es noch so neu, dass man entweder nur ganz, ganz wenige Theorien auf Englisch gefunden hat, also auf Deutsch eh nicht. Ich müsste vielleicht jetzt noch mal gucken. Ich habe das Spiel auch ganze dreimal von vorne bis hinten durchgeguckt, bei drei verschiedenen Let's Playern, bei Gronkh, bei Schauerland und bei Bruger. Und ja, weil ich es einfach verstehen wollte, weil das nicht ganz so klar geworden ist. Also das hat natürlich Vor- und Nachteile, weil es einen sehr, sehr zum Denken. Und dann kommen wir zum letzten Spiel und zwar ist das Five Nights at Freddy's. Auch das ist ein Spiel, das eher bekannter ist. Hier finde ich die Spieletechnik an sich zum Zugucken gar nicht so spannend, sondern wieder die Hintergrundgeschichte. Auch die Grafik finde ich jetzt hier nicht sehr besonders, auch eher einfach gehalten. Horrormäßig geht es auch hier hauptsächlich um Jumpscares, also um sehr erschreckende Elemente. Und wenn die 5000 Mal in dem Video vorkommen, irgendwann erschreckst du dich auch nicht mehr so. Aber wie gesagt, auch hier gibt es so viele Theorien, weil das alles nicht so eindeutig ist und so viel, was da passiert ist. Da kann man sich wirklich in ganz, ganz viele Theorievideos hineinversetzen. Das finde ich richtig cool, dass es da so eine richtige Community entstanden ist, die das Ganze entschlüsseln wollen. Worum geht es? Es geht um Freddy's. Freddy's ist eine Pizzeria, die allerdings schließen musste. Zum einen, weil immer mehr Fälle aufgetaucht sind, wo Kinder verschwunden sind in dieser Pizzeria und aus mangelnder Hygiene. Außerdem wurde diese Pizzeria geschlossen. Dennoch gibt es immer einen Nachtwächter, denn es gibt in dieser Pizzeria so Maskottchen, so menschengroße Maskottchen, die sich automatisch bewegen. Es gab eine Bühne, wo dann halt verschiedene Maskottchen da vorgespielt haben und sich dann halt bewegen konnten. Es gibt allerdings das Gerücht oder die Gefahr, dass immer in der Nacht diese Animatronics, die in Form eines Bären, das ist Freddy, eines Hühnchens, eines Fuchses und eines Hasens immer hier herumlaufen und ja, ein Eigenleben führen und die durchaus sehr blutrünstig sind und diesen Nachtwächter immer behelligen und versuchen, zu ihm in den Sicherheitsraum zu kommen. Ja, wen spielen wir? Natürlich den Nachtwächter, der ganz neu ist in seinem Beruf. Und im Grunde sitzen wir einfach, also wir können uns nicht bewegen als Figur, wir können die nicht irgendwie lenken im Spiel, sondern wir sitzen in diesem Sicherheitsraum, haben unseren Schreibtisch vor uns und links und rechts sind zwei Türen, die auf sind. Die können wir zwar schließen, aber das kostet Strom. Genauso haben wir ganz viele Sicherheitskameras, wo wir in die verschiedenen Räume der Pizzeria gucken können und wo wir beobachten können, wo sich diese Animatronics befinden. Ja, und wenn wir sehen, dass eine Animatronic nicht mehr da am Platz ist, wo sie vorher waren, dann wissen wir, die sind auf dem Weg zu uns und wir können halt in der Kamera gucken, wo sie zu finden sind. Ja, und irgendwann kommen sie in unser Raum und wenn sie in unseren Raum gelangen, sozusagen, dann haben wir verloren, dann bringen sie uns um, was auch immer. Und wir müssen halt rechtzeitig immer die Türen schließen. Wir können aber nicht die ganze Zeit die Türen geschlossen halten, weil das einfach zu viel Strom kostet. Wir haben nicht so viel Strom vorrätig. Also musst du im Grunde mit deinem Strom hinkommen und immer ja diese ganzen Bewegungen der Animatronics irgendwann kennenlernen, weil jede Figur hat irgendwie so ihre Bewegung, wo sie als erstes in welchen Raum geht und muss ein bisschen herausfinden, die Technik herausfinden, wie du sie am besten ja, fernhältst. Und es wird auch immer schwieriger. Ich glaube, man muss irgendwie eine Woche, also 6 Nächte überstehen. Und diese Nächte bestehen aus, weiß nicht, 5 oder 6 Stunden.
und so musst du die Nacht irgendwie überstehen. Ja, also das ist sozusagen die Spielmechanik, die jetzt nicht besonders ist. Du hast halt, wenn du zu lange auf deine Kameras guckst und du nicht gesehen hast, wie die Animatronics vorbeigelaufen sind, sind sie schon in deinem Büro und dann kommen sie halt als Jumpscare raus. Ja. Es gibt mittlerweile mehrere Spiele von Five Nights at Freddy's. Also es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile gibt. Also mindestens eine Handvoll. Ich habe, glaube ich, die ersten drei habe ich verfolgt. Und dann, glaube ich, nicht mehr weiter. Es sollte auch öfter mal wurde etwas gesagt von einem Film. Es gibt auch tatsächlich Romane, die habe ich hier auch stehen. Zwei davon, die ich ganz gut fand, aber die irgendwie auch nicht ganz mit dem Spiel zusammengehen, was ich ein bisschen schade finde. Ja, egal. Was ich daran so toll finde, ist eben, es gibt verschiedene Vorkommnisse in der Vergangenheit, wo eben diese Kinder verschwunden sind. Und hinter diesen Animatronics, warum sind die überhaupt, hat die irgendjemand so animiert, dass die sich so verhalten? Oder wie sind die zum Leben erwacht? Warum sind die jetzt so mordlustig und verfolgen den Nachtwächter? Zwischen den Nächten gibt es immer so Minigames, die wirklich wie so Gameboy-Spiele anmuten, mit ganz großen Pixeln. Aber gerade die haben es in sich, denn die zeigen immer so Elemente aus verschiedenen Momenten oder Zeiten der Pizzeria, wo die noch auf hatten, wo dann halt bestimmte Kinder verletzt oder verschwunden sind. Und da gibt es den bösen Purple Guy. Ja, im Grunde ist es alles sehr, sehr kryptisch und man weiß es nicht so richtig, was da jetzt vor sich geht. Man kann nur viele, viele Theorien aufstellen und das wurde halt in der Community auch gemacht. Also nachher ist das Spiel an sich gar nicht mehr so, also wenn du es selbst spielst, wahrscheinlich schon. Aber zu Anfang ist es noch sehr gruselig, weil du dich ganz oft erschrickst. Aber irgendwann, ja, verliert das so ein bisschen seinen Reiz, dieses Erschrecken, und du versuchst eher so ein bisschen zu wissen, was hinter diesen ganzen Animatronics passt. Ja, also finde ich schon ziemlich cool, was für Theorien da alles herausgeploppt sind aus dem Boden, und da gibt es jetzt mittlerweile auch Merchandise von, und mal gucken, ob tatsächlich irgendwann mal ein Film kommt, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, auch das Spiel ist natürlich eher ein Point-and-Click-Adventure, weil du dich ja nicht durch die Gegend bewegst, sondern eigentlich hier klickst und da klickst, die Türen zuklickst und auf die Kameras klickst. Also im Grunde finde ich, dass das Besondere dieses Spiel ausmacht im Grunde die Hintergrundgeschichte ist, die eben sehr makaber und blutig ist und wo auch viel Tiefgründiges drinsteckt, und eben eigentlich die Community, wo die ganzen Theorien herkommen und diese ganze Blase, beziehungsweise ja, dieses ganze Merchandise und ja, dieses Fandom im Grunde dadurch herausgearbeitet hat, wo das Game noch mehr zum Leben erwacht ist. Guckt es euch an. Also ich glaube, dass es, wenn man selbst spielt, auf jeden Fall unheimlich sein kann und Spaß machen kann. Und wenn ihr eher so an der Hintergrundgeschichte teilnehmen möchtet, dann schaut euch das Let's Play an und schaut euch die ganzen Theorien an. Es macht einen fuchsig, dass man nicht weiß, was genau jetzt passiert ist. Manchmal würde ich gerne, dass der Spieleentwickler jetzt genau sagt, was war denn jetzt nun. Aber ich glaube, dass er das absichtlich macht, damit dieser ganze Fandom halt am Leben bleibt und immer mehr Gamer sich überlegen, was passiert da, und immer mehr Theorien entwickeln, sodass das Ganze lebendig bleibt. Hat ja auch was. So, das waren jetzt meine fünf liebsten Horror-Let's Plays, Horror-Games. Wie gesagt, es gab noch so viel mehr, was ich gesehen habe und was ich auch unheimlich fand. Amnesia fand ich gut. Outlast war sehr, sehr brutal und grausam. Zum Teil aber auch unheimlich. Slenderman war mein erstes Horror-Let's Play und hat mich durchaus gegruselt. Ich habe gar nicht mit Gronkh angefangen als Let's Player, sondern mit GameTube. Das ist so eine Gruppe von vier Jungs, die halt verschiedene Games zusammen spielen, unter anderem halt auch Horror-Games. Die haben die dann meistens immer zu zweit gespielt. Das macht auch Spaß, weil die halt auch diese Interaktion zusammen haben. Manchmal lenkt das so ein bisschen vom Spiel ab, weil sie sich halt manchmal nicht nur auf das Spiel konzentrieren, sondern auch irgendwie einfach zusammen schnacken.
Da kann ich halt auch empfehlen, auch die lustigeren, bunteren Spiele anzuschauen, weil das auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und lustig mit denen ist. Und wie ich schon erwähnt habe, hier Schauerland und Bruga, die habe ich jetzt auch durch Someday You Return kennengelernt. Die finde ich auch durchaus sehenswert. So ähnlich wie bei Booktube mag ich auch lieber die ruhigen und besonnenen und diejenigen, die sich gut ausdrücken und diejenigen, die sich Zeit nehmen dafür und mit Herzblut natürlich trotzdem dabei sind. Es gibt viele, die sehr, sehr ausgeflippt sind und sehr, sehr laut und die sind mir ein bisschen zu drüber. Aber da müsst ihr einfach schauen, was euch gefällt. Vielleicht erst raussuchen, was für ein Game wollt ihr euch anschauen. Und dann gibt es meistens immer zwei, drei, vier, die dieses Spiel gespielt haben, je nachdem, wie bekannt das Spiel ist. Und dann guckt ihr einfach rein, was euch am besten gefällt. Es wird noch einen zweiten Teil geben, wo ich euch eher so melancholische, tragische, aber sehr, sehr schöne Let's Plays noch vorstelle. Das ist auch so ein Genre, was immer mehr, ja, in Vordergrund gerückt ist in den letzten Jahren, was ich sehr, sehr begrüße und was optisch auch immer sehr viel hermacht. Ich sag nur Life is Strange. Das war für mich die Offenbarung in diesem Genre des Spiels. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ich bin froh, dass ich endlich dieses Projekt angegangen bin und endlich ein Video dazu gedreht habe, weil es war schon so oft habe ich das gesagt, dass ich das machen möchte und irgendwie bin ich da nie zu gekommen, weil die Bücher natürlich mehr Priorität auf meinem Kanal haben und zwischendurch man die Let's Plays wieder so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Ja, natürlich freue ich mich auch über Tipps von euch, wenn ihr auch dieses Hobby betreibt, Let's Plays zu gucken oder selbst spielt, dann schreibt mir in die Kommentare, welche Horror-Game-Tipps ihr für mich habt. Gebt mir natürlich auch gerne in den Kommentaren Rückmeldungen, ob ihr überhaupt wusstet, dass es Let's Plays gibt, ob ihr das gerne mal ausprobieren möchtet, beziehungsweise sagt mir auch gerne, wenn ihr es ausprobiert habt und ihr zurückkommt zu diesem Video und gebt mir gerne Rückmeldung. Das interessiert mich total. Ich finde auch, dass so Let's Plays prädestiniert sind dafür, gerade bei so tiefgründigen philosophischen und psychologischen Games darüber zu sprechen. Wie gesagt, ich habe ganz oft, nachdem ich die Let's Plays geguckt habe, recherchiert, noch viel darüber gelesen, noch viel Theorievideos dazu geguckt. Das bringt natürlich auch noch umso mehr Spaß dahinterher noch weiter zu recherchieren. Das macht einfach ein gutes Game aus, genauso wie es bei Büchern ist. Wenn du Lust hast, da noch mehr in bestimmten Themen zu schauen, dann ja, macht es das Buch auf jeden Fall zu einem guten Buch. Also schreibt mir in die Kommentare, wie ihr zu diesem Thema steht und wie eure Erfahrungen damit sind und ja, vielleicht auch einfach eure Reaktion auf die Trailer. Vergesst nicht, die werde ich in der Infobox verlinken. So, jetzt ist aber gut. Ich wünsche euch jetzt noch eine schaurig schöne Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao.